Manfred Starke, 0:3 Niederlage heute vor 8.024 Zuschauern. Was ist heute falsch gelaufen? Ja, Halle war heute einfach besser. Die erste Halbzeit haben wir nicht viele Bälle festgemacht, haben wenig Möglichkeiten. Halle war in jedem Zweikampf aggressiver und dann haben sich den Sieg heute auch verdient. Hat man eventuell vor dem Spiel ein bisschen zu weit von oben nach zu weit nach unten geschaut? Nein, wir haben jetzt den dritten Spieltag, da brauchen wir nicht nach unten schauen, nach oben schauen. Wir haben jetzt 6 von 9 Punkten, das ist erstmal okay, aber ja, die Niederlage war heute unnötig. Gott sei Dank ist im Fußball so, dass wir es am Freitag schon besser machen können. Es war wieder ein mörderisch heißes Spiel heute, auch wenn es ein Abendspiel war. Ist das im Moment auch noch ein Faktor, die Witterung, obwohl die ja für beide Mannschaften gleich ist? Ja, du hast gesagt, für beide Mannschaften ist es gleich, also das ist überhaupt kein Thema. Und was muss jetzt am Freitag gegen Karlsruhe anders laufen? Ja, wir müssen einfach uns wieder auf die Einfachheit des Fußball konzentrieren. Wir müssen einfache Bälle spielen, die Bälle vorne festmachen, nachrücken und ja, einfach versuchen, auch Möglichkeiten zu erspielen und dann auch Tore zu machen. Okay, dann viel Erfolg.